ja, hoffentlich wird es sehr zügig weitergehen. Das ist eine wirklich strukturell wahnsinnig negative Entscheidung für sozusagen für die Haltung zum E-Rezept insgesamt. Ja? Und da ist wirklich ganz entscheidend das Misstrauen, was der Datenschutz da jetzt ausgesprochen hat in Richtung einer Identifikation mit einer EGK, ist erstmal inhaltlich schwer nachvollziehbar und wirft uns tatsächlich zurück. Entscheidend ist, dass wir jetzt einen Weg finden, möglichst zügig tatsächlich für die Menschen da draußen ein digitales Rezept erlebbar zu machen. Also in der Form, dass ich tatsächlich leicht das Rezept transportieren kann. Mir ist das viel zu viel gegeneinander und proprietäre Anwendung der Gematik und Ähnliches. Entscheidend ist, wir brauchen einen breiten Zugangsweg aus der Kundenperspektive. Für die Kundin ist es egal, wer den Dienst zur Verfügung stellt, über den das Rezept in die Apotheke kommt. Aber es muss niedrigschwellig sein, es muss ein einfacher Zugang sein. Und das bedeutet, wir brauchen breite und viele Zugangswege. Und das bedeutet für mich, wir brauchen auch einen Weg über die App der Kassen, in den sich der Kunde heute schon aufhält und wo er auch schon eindeutig identifiziert ist. Es gibt natürlich einfache Dinge, die sofort auf der Hand liegen. Ich kann in Echtzeit, noch bevor das Arzneimittel ausgegeben ist, kann ich über verunreinigte Chargen informieren und kann eine Vergabe eines Rezeptes stoppen. Ich kann Wechselwirkungen aus der alten Priskusliste digital abbilden und kann das machen. Ich kann Medikationsplan digital an der Stelle weitertragen. Das heißt, ich habe immer unmittelbar für mich als Patient, der ich jetzt ein Arzneimittel bekomme, eine Interaktion mit der Frage, ob das für mich nur zum Vorteil ist oder ob es auch Risiken gibt und wie kann ich mit denen umgehen.